Jetzt werde ich schon langsam aufgeregt. Weil so oft ist man ja nicht so nah an Leichen. Eins ist sicher, sterben müssen wir alle irgendwann. Trotzdem ist der Tod so ein Tabuthema, über das kaum jemand spricht. Dabei sterben allein in Deutschland ca. 2500 Menschen jeden Tag. Viele Menschen verdrängen aber gerne, dass ihr Leben endlich ist und haben Angst vor dem Sterben und vor dem, was womöglich danach kommt. Ich persönlich beschäftige mich gerne mit dem Tod, weil das etwas, wie ich finde, total Normales ist und einfach zum Leben dazugehört. Trotzdem finde natürlich auch ich das super komisch, wenn irgendwer stirbt, den ich kenne. Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch viel zu wenig über das Sterben und über das, was danach passiert. Deswegen bin ich heute bei einem Bestatter und werde einen Tag lang als Praktikant hinter die Kulissen des Geschäfts mit dem Tod schauen. Wie ist das, wenn man jeden Tag beruflich mit dem Tod konfrontiert wird? Und was passiert eigentlich alles, nachdem jemand gestorben ist? In einem Dorf in der Nähe von Köln treffe ich Dirk Schallenberg. Der führt sein Bestattungsinstitut schon in der vierten Generation und nimmt mich heute bei seiner Arbeit mit. Komm rein. Ja, ich bin dein Praktikant für den Tag heute. Wir gehen erstmal hier in die Sarg- und Urnenausstellung. Wenn jemand verstorben ist, dann kommen die Hinterbliebenen hier rein und suchen sich einen Sarg aus. Oder eine Urne, je nachdem, wenn es eine Feuerbestattung ist. Ja. Es gibt, wie du siehst, verschiedene Arten der Särge. Das ist wie hier der klassische Eichensarg, genauso wie ein ganz hochwertiger Mahagoni-Sarg. So richtig lackiert ist das, ne? Das ist richtig hochglanzlackiert, ja. Aber lohnt sich das denn überhaupt, wenn er dann so kurz später unter die Erde kommt? Das ist eine Einstellungssache, ne? Der günstigste Sarg ist an für sich der Einäscherungssarg, ja. Aber der ist ja nicht für die Erde geeignet. Was ist so der teuerste oder beste Sarg, den ihr im Sortiment habt? Der teuerste oder beste Sarg, das ist zum Beispiel Mahagoni-Sarg oder hinten amerikanisches Modell. Ja, weißt du, in was für einem Sarg du bestattet werden möchtest? Ja, eventuell. Ich hoffe, es ist noch nicht so weit, aber dann wird es da hinten der sein, dieser Mahagoni-Sarg. Und würdest du eher eine Erdbestattung oder als Urne bestattet dann werden? Für mich käme wahrscheinlich nur eine Erdbestattung in Frage, glaube ich. Also ich bin da eher noch traditionell, ja. Obwohl ich da mittlerweile in der Minderheit bin. Im Moment ist es so, dass wir zu 70-75% doch eher Einäscherung haben. Und wie bist du dann zum Bestatter geworden? In meinem Fall bin ich reingewachsen. Also mittlerweile sind wir hier schon in der fünften Generation am Arbeiten. Und früher war das halt Schreinerei, wie ich eben sagte. Und früher hat der Schreiner den Sarg gemacht, hat ihn geliefert. Und das war dann quasi der Bestatter. Das ist heute sehr viel aufwendiger. Und ich bin da reingewachsen. Das heißt, ihr seid so ein richtiges Familienunternehmen. Wir sind ein richtiges Familienunternehmen. Los geht's mit meiner ersten Aufgabe für heute. Ein Sarg muss ausgeschlagen werden. So, da ist jetzt im Moment ganz hoch. Ne? Dann kommt erst eine Folie rein. Das sind auch diese Biofolien, im Prinzip die verrotten. Die verrotten dann auch irgendwann? Ja. Und wofür nimmt man die Folie? Oh. Wenn der Verstorbene Flüssigkeit verlieren sollte oder sowas. Aber da geht es vor allem darum, dass der Sarg schön bleibt, bevor derjenige unter der Erde ist. Weil wenn er unter der Erde ist, ist ja egal, wenn der Sarg sich auflöst. Das ist ja. Das würde auch irgendwas wird ja schon passieren. Aber wäre jetzt natürlich furchtbar unangenehm, der wird in der Kirche stehen. Und dann tropft es da raus. Dann würde was passieren. Ja. Ja. Ne? Dann kommt da Füllmaterialien rein. Machen das jetzt einfach mal mit Holzspänen, weil es ist saugfähig. Ich hatte früher Kaninchen, da haben wir das gleiche benutzt. Das ist jetzt halt die traditionelle Weise. Ne? Wird heute nicht mehr so viel gemacht. Meistens werden fertig gesagt, Matratzen genommen und werden reinlich mit drei Tackern angetackert. Und das ist gut. Dann einfach über den Rand? Oder? Einfach über den Rand. Also wie so eine Matratze beziehen? Genau. Und dann wird das festgetackert. Gibt es Leute, die in so einen Sarg dann nicht reinpassen würden? Dann gibt es dann Übergrößensärge oder wie kann man sich das vorstellen? Es gibt sowohl über Länge und auch die Überbreite. Aber es ist so, dass das immer mehr wird. Die Leute werden immer größer, ne? Werden immer größer, teilweise immer schwerer, dass die auch in der Breite nicht passen. So, und dann kommt das drum. Gut, dann da können wir gerade Deckel wieder drauf tun. Der Sarg ist für den nächsten Verstorbenen vorbereitet. Einen anderen, schon gefüllten Sarg laden wir in den Leichenwagen. Rein. Ist das komisch, mit einer Leiche im Auto rumzufahren? Nee. Eigentlich, wenn man vorne sitzt, merkt man gar nicht. Man, ne? Sitzt im PKW mehr oder weniger. Ne? Ja. Es sei denn, man denkt ständig dran, aber das ist ja nicht der Fall. Hm.
Wie ist denn so dein Verhältnis zum Tod so durch deinen Job? Hast du Angst vorm Sterben? Ich behaupte nein, aber dann gleichzeitig sage ich, wer hat keine Angst vorm Sterben? Weiß ich nicht. Nein, grundsätzlich nicht. Ich bin da sehr optimistisch. Irgendwie. Ja. Also es ist vielleicht gar nichts Schlimmes. Außerdem, wir wissen alle, da passiert. Es wird keine Ausnahme geben, nicht eine einzige wird es geben. Und dann lassen wir uns überraschen, was kommt. Wir machen uns auf den Weg zur ersten Beerdigung des Tages. Insgesamt stehen heute für Dirk und sein Team 3 Beerdigungen auf dem Plan. Wie viele Menschen hast du schon so unter die Erde gebracht im Laufe der Zeit? 20.000. 20.000? Gibt es denn irgendwie Jahreszeiten oder sowas, wo mehr Leute sterben? Oder ist es immer gleichmäßig? Ich versuche mein Leben lang rauszukriegen, um Urlaub zu planen, aber klar. Die Leute sagen immer, im November wäre zu sterben. Im November sterben die Leute. Also bei uns ist es nicht so der Fall. Wir hatten schon November, da sind sehr, sehr viele Leute gestorben. Wir hatten schon November, das war der ruhigste Monat des Jahres. Okay. Also völlig unterschiedlich. Wir sind eine Kirche. Eine Stunde bevor die Trauerfeier beginnt, bereiten wir alles vor und schmücken die Kirche mit dem bestellten Blumenschmuck. Das ist ja dann schon auch so ein gestalterischer, kreativer Job, ne? Wenn man ja so ein bisschen alles dekorieren muss. Ja, jetzt haben wir heute ja nicht so viel. Ja. Aber manchmal ist es auch eine Menge mehr. Ja. Echt? Aber da muss man auch mit wenig was machen. Während in der Kirche die Trauerfeier beginnt, machen wir uns auf den Weg zum Friedhof. Hier wird in der Zwischenzeit schon mal das Grab vorbereitet. Vierzig Minuten später fährt Dirk mit dem Leichenwagen vor. Die Trauerfeier ist vorbei, der Sarg muss zum Grab getragen werden. Und da muss ich als Praktikant natürlich auch ran. Ist aber irgendwie leichter als gedacht, so ein Sarg mit Mensch drin. Nach der ersten Beerdigung geht es zurück ins Bestattungsinstitut, ins Sarglager. Und das sind die, die Einäscherungssärge. Ja. Die sind schon fertig ausgeschlagen. Davon brauchen wir jetzt auch einen. Dann nehmen wir jetzt einen. Okay. In diesen Sarg soll jetzt eine Frau gebettet werden, die gestern gestorben ist. Ja, es gibt schon mal, dass Flüssigkeit ausläuft, aus dem Körper. Dann, dafür haben wir dann dieses Teil, da kann man also gestorben waschen. Ja, waschen. Je nachdem, mit dem Teil kann man Flüssigkeiten absaugen. Und dann ist er dann auf diesem Tisch und von da aus kann man ihn dann ankleiden und in den Sarg legen. Ja. Ne? Den wir jetzt haben, den haben wir gestern in einem Hospiz geholt. Ja. Und da sind die immer sehr, sehr ordentlich. Okay. Also, muss man schon sagen. Ja. Ne? Und der kommt jetzt hier rein. Dirk öffnet die Kühlkammer. Neben zwei bereits eingesargten Leichen liegt hier die Frau noch eingepackt. Ist echt ein komisches Gefühl, die toten Körper da so liegen zu sehen. Irgendwie wirken die Leichen wie Wachsfiguren auf mich. Das ist jetzt nur eine Hülle, damit das schöner aussieht. Okay. Ja. Ist noch zugedeckt und so. Ja, jetzt werde ich schon langsam aufgeregt, weil so oft ist man ja nicht so nah an Leichen. Nee. Ja. Habt ihr denn grundsätzlich eher alte Menschen oder wie kann man sich das vorstellen? Eher alte, aber die Jüngeren weint man immer, wenn jemand stirbt, dann ist das so schlimm wie 10 alte Leute. Mit oder ohne Kissen. Ja. Nimmst die Füße, beide Füße. Die Füße und ich komme. Okay. So, und dann zählen wir 1, 2, 3. So. Ja. Da läuft was aus dem Mund raus. Ist auch normal, dass da Flüssigkeiten dann rauskommen. Das ist also, das kann immer sein. Und wenn es gar nicht schlimm ist, habe ich eben gesagt, da wird abgesaugt. Wird abgesaugt, ja. Ja, aber klar, Mensch besteht ja auch zum Großteil aus Wasser. Aus Wasser, ja. Und die muss jetzt in dem Fall auch gar nicht gewaschen werden oder sowas? Nee, das ist ja gestern schon. Das wurde gestern schon alles gemacht. Wenn wir bei dem Krankenhaus holen, dann sind die noch gar nicht fertig. Wir werden ein Krankenhaushemd an, wie man das so kennt. Ja. Und dann werden die komplett fertig gemacht. In dem Fall war das, manchmal machen die Leute schon selber, wenn es zu Hause ist. Oder in dem Fall im Hospiz haben die auch schon fertig gemacht. Also
mal einer Abschied nehmen kommt, dass sie ordentlich aussieht. Vernünftig aussieht, genau. Jetzt kriegt sie noch ein bisschen Farbe. Ein bisschen, obwohl das bei ihr nicht viel bringt, leider, weil sie anscheinend wirklich was mit der Leber hat, ne? Sonst wäre die nicht so gelb. Habt ihr denn auch manchmal irgendwie Leichen, die richtig schlimm aussehen? Also das ist ja jetzt jemand, der ganz normal einfach so eingeschlafen ist wahrscheinlich. Aber es gibt ja auch Unfälle oder solche Sachen. Ja, haben wir auch, natürlich. Das kommt auch schon mal vor, ne? Dass wir Unfälle haben. Ist das dann irgendwie schwieriger für einen oder irgendwie fühlt sich das anders an? Ja, das ist schon schwierig. Es ist auch schwierig, sie herzurichten. Am Körper kann man natürlich alles retuschieren, wenn es im Gesicht ist. Muss man schon mit Hilfsmitteln arbeiten, um die Wunden zu verschließen, je nachdem. Ne? Mhm. So, du musst Ecke drauf. Hilft das den Hinterbliebenen eigentlich, wenn man selbst alsjeniger, der vielleicht dann irgendwann stirbt, schon alles Mögliche vorbereitet hat? Also, dass man sich schon mal einen Sarg ausgesucht hat und vielleicht die Trauerfeier sich schon überlegt hat, wie das genau sein soll? Oder ist das so, dass das im Trauerprozess hilfreich ist, wenn man noch gar nicht über den Tod desjenigen nachdenken muss, sondern erstmal mit diesem ganzen Orga-Kram zu tun hat? Ich finde, meine Mutter hilft. Das hilft unheimlich so, ja, wenn man das vorher regelt. Wir werben auch dafür, dass man das vorher regelt. Das heißt ja nicht, dass man stirbt, wenn man das plant. Und wir sehen es ja immer wieder, wenn jemand verstirbt und Leute kommen hier hin, dann ist ein großer Teil, der sagt, wir wissen eigentlich gar nicht. Wir wissen noch nicht mal, wollte er eingeäschert werden, wollte er vielleicht eine Seebestattung, wollte er eine Erdbestattung. Die wissen nicht, sie haben nie richtig darüber gesprochen. Und wenn man das vorher macht, dann kann man selber bestimmen, was man möchte. Die anderen brauchen sich keinen Kopf mehr zu machen. Was wollte er überhaupt? Wir wissen alle, dass das passiert. Kommen. Und weiter geht's. Wir fahren zur letzten Beerdigung des Tages. Diesmal steht eine Urnenbeisetzung an. Als erstes muss wieder dekoriert werden. Da ist noch so ein Fingerabdruck drauf auf dem Glas. Ja, ist immer noch da so ein bisschen. Hier? Die sind so fettig, ja. Ja, aber ich glaube, das geht so. Und auch hier das gleiche Spiel wie heute Morgen. Während die Trauerfeier beginnt, bereiten wir das Grab vor. Wir machen das jetzt hier ein bisschen hübsch, weil so möchte natürlich keiner vor so einem Erdhaufen stehen. Ja. Ne? Ich finde, bei einem Bestatter ist wichtig, dass er empathisch ist. Und dass man sich immer vorstellt, wie würde ich das denn finden? Ja. Ne? Und man muss ja auch leider sagen, dass die Bestatter jetzt nicht immer unbedingt den besten Ruf haben, ne? Weil es halt auch schwarze Schafe gibt. Ne? Deswegen, also alles, was da so im Internet steht mit Beerdigung ab 1000 Euro, ja. Ne? Das ist dann wie mit diesen Billigflügen. Ne? Da darf man dann einen Rucksack mitnehmen und das war's dann. Kann man nichts erwarten. Genau. Aber kann man so eine Preisspanne sagen, so? Also wie viel Geld sollte man sich zur Seite legen, damit das irgendwie funktioniert? Kann man nicht sagen. Man kann mit Sicherheit ab 1500 Menschen bestatten. Okay. Ne? Und nach oben hin gibt es wahrscheinlich keine Grenzen wie überall. Nein, eigentlich. Also wir haben auch schon auf einer Beerdigung Fässchen gehabt und haben Kölsch ausgeschenkt. Im Prinzip machen wir das, was die Angehörigen sich für ihren Verstorbenen wünschen. Und der Trend geht auch dahin, dass das immer individueller wird. Und wenn der Verstorbene eine total fröhliche Person war. Ja, dann wäre es ja komisch, da eben, so eine Trauerfeier zu machen, bei der alle Leute weinen. Nee, ich glaube, ich fände es auch cooler bei mir irgendwie, dass das was lockerer ist. Und aber es ist alles möglich, nur viele Leute trauen sich halt nicht zu fragen. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Bestattern ist. Uns ist es wichtig, dass unsere Kunden mit sich im Reinen sind nachher und zufrieden aus der Sache rausgehen können. Ne? So blöd, wie sie dann auch ist. So, während die Trauergemeinde jetzt zum Grab geht und die Urne beerdigt, geht es für mich schon mal weiter. Der nächste Job war, ich soll jetzt hier die ganzen Kerzen wieder ausmachen, die wir eben so mühselig angemacht haben. Gehört auch dazu. Das ist wahrscheinlich auch das, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Immer das Auf- und Abbauen, oder? Im Prinzip ja. Das ist ein halber Tag bei weg, je nachdem. Mhm. Obwohl die ganze Zeremonie nur eine Stunde dauert. Ist so nur so eine Campingschippe, aber die hat sich ein bisschen bewährt. Ja.
Was macht man mit dem Rest? So ein bisschen verteilen? Oder? Nee, tun wir alles so zusammenkratzen. Ich glaube, ihr habt kein Kreuz, ne? Nee, Kreuz habe ich auch nicht gesehen. Da tun wir die Sachen so drauf. Du lässt es einfach da vorne. Okay. Nummer zwei haben wir ja, ne? Da kommt dann einfach die Platte drauf und das war's. Genau, dann. Da kommt die Platte drauf. Und dann bleiben die. Da darf man auch nichts mehr machen. Man darf nicht mehr pflanzen, man darf nicht mehr Kerzen draufstellen. Mhm. Aber die ersten drei Monate kann es so bleiben. Ah, okay. So, jetzt haben wir quasi für heute alle unter die Erde gebracht. Jetzt sind sie heute alle unter der Erde. Ja, das war's dann. Ist doch was übrig bleibt. Mhm. Ja. Ja, das war mein Tag als Bestatter. Ich muss sagen, der Job ist auf jeden Fall facettenreicher und auch anstrengender, als ich gedacht hätte. Also ich bin echt platt nach dem Tag. Und mir ist aufgefallen, dass der Tod eigentlich gar keine so große Rolle spielt bei dem Ganzen. Also man hat gar nicht so viel mit Leichen zu tun, sondern es geht vielmehr um die Lebenden. Also man bereitet irgendwelche Trauerfeiern vor, man spricht mit Leuten, man ist die ganze Zeit unterwegs. Und vor allem, was mir vorher auch nicht bewusst war, war, dass man halt echt einfach keine regulären Arbeitszeiten hat, sondern man jederzeit einfach angerufen werden kann. Und dann muss man halt los, irgendwie die Leiche abholen. Und das stelle ich mir schon echt stressig vor. Klar, wir müssen alle irgendwann sterben und das ist völlig normal. Deswegen sollten wir auch ganz offen über das Thema sprechen und uns, bevor es zu spät ist, überlegen, was denn mit uns oder unseren Überresten nach dem Tod passieren soll. Wie ist das denn mit euch? Beschäftigt ihr euch mit dem Tod oder verdrängt ihr das Ganze lieber? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Hier geht's zu weiteren Videos von mir und abonniert den Kanal, wenn ihr keine weiteren Reportagen verpassen wollt. Tschüss!